Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum letzten Part der heutigen Aufnahmesession bei Risen 2 Dark Waters. Genau. So, und wir sind fleißig am Stibitzen und am Klauen. Wir haben Schlüssel, wir haben Fleisch, wir können daraus Proviant machen, wir haben hier noch einen Schlüssel. Ach, wie schön. Kerzenleuchter. Pokal. Abholschein. Super, nehmen wir alles gerne mit. Dann schleichen wir uns hier noch ein Stückchen runter. Die Karaffe nehmen wir mit. Och Mann, 65, echt? Pokal. Boah, ey. Zu schwierig. Ja, ich hatte gehofft, dass wir es mit dem Schlüssel aufkriegen, aber dann würde es ja nicht dabei stehen, ne? Dreckverdammter, wir brauchen Erfahrung. Moment. Ich brauche jemanden, der uns was beibringt. Ja. Ja, dir, Diebeskunst, das muss besser werden. Ich muss aber auch jetzt wieder mal den Ring wechseln. So, ich habe schon wahrscheinlich ein paar Sachen verpasst. Fast. Wo bin ich hier? Aha, wen haben wir da? Eine Wache. Aha, dann werden wir zuerst da drüben schauen. Schleichend natürlich. Oder auch nicht schleichend. Auf jeden Fall ist hier ein Bettchen. Boah, da brauchst du schon 90. Krasses Pferd. Ein Silberring. Was kann der denn? Ring und Silber. Schurkenring. Schmutzige Tricks 10. Dings, war das der? Nö, oder? Da. Maurigator Silberring. Unverkäuflich. Der Siegelring von Ratsmitglied Maurigator. Wow. Der ist, das ist natürlich nicht so schlecht jetzt, oder? Dab, dab, da, da, da. Wer weiß, was wir damit anstellen können. Ha. Vielleicht ist er ja mal Bestandteil einer Quest oder so. Auf jeden Fall werde ich wieder einen neuen Spielstand erstellen. Nummer 11. Jawohl, bitteschön. So, hallo, Herr Maurigato. Wie der ausschaut. Hallo, Schäfe. Na, Patty? Danke. Ja, was gibt's? Ich bin wegen Garcia hier. Ja? Und? Wo ist er? Was wollte er hier? Woher kennt ihr euch? Na, wo ist er? Wo? Ich glaube nicht, dass dich das etwas angeht, Bursche. Oh doch. Er kam in staatlichen Angelegenheiten. Aha. Davon verstehst du nichts. Und natürlich. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich habe keine Zeit für dich, Bursche. Geh! Der will aufs Maul, und zwar heftig. Richtig heftig auf die Gusch. Super. Ich hoffe, das Gespräch verlief zu eurer Zufriedenheit. Nein, eigentlich nette nicht. Nette Ausbeute. So, Patty, was machen wir? Nix machen wir. Das geht dich nichts an, Bursche. Wir haben ja alles stibitzt, was wir brauchen. Mit dem haben wir noch gequatscht. Warte mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Leutnant, den sie rausgeschmissen haben. Hat sich wohl rumgesprochen. Was haben sie erzählt? Wegen pflegelhaften Benehmens? Du warst wohl zu oft betrunken, wie? Ich doch nicht. Zu viele Schlägereien. Reden wir nicht darüber. Hast du damit ein Problem? Zu viele Schlägereien. Zu viele Schlägereien? Oh, verstehe. Alles klar. Hier geht dir keiner auf den Sack. Und wofür stehst du hier in... die Beine in den Bauch. Und? Wofür stehst du dir hier die Beine in den Bauch? Wir werben neue Rekruten an. Wenn du noch auf unserer Seite stehst, kannst du für uns werben. Glaubst du, ich bin dafür der Richtige? In harten Zeiten kann man nicht wählerisch sein. Warum sollte ich das tun? Wenn schon nicht aus Loyalität, dann vielleicht für Gold? Für jeden neuen Rekrut zahlt der Kommandant eine Prämie. Die würde ich dir glatt überlassen. Aha. Wie soll ich vorgehen? Was sind geeignete Kandidaten? Einverstanden, ich bin dabei. Wie soll ich vorgehen? Wie soll ich vorgehen? Einen über den Schädel ziehen und mitnehmen, das machen wir nicht mehr. Lass es ruhig angehen, sprich mit ihnen. Wenn du drei Männer überzeugen kannst, sind wir im Geschäft. Okay, was ist mit Frauen? Was ist mit Frauen? In der Inquisition? Dann wären unsere Stuben wenigstens mal aufgeräumt. Das ist nicht so witzig, wie du Alter. Denkst. Ach, natürlich, klar.
So habe ich das nicht gemeint. Aber das geht nicht. Wir haben keine passenden Uniformen. Was sind geeignete Kandidaten? Was sind geeignete Kandidaten? Ich glaube kaum, dass sich ein Diener oder der Schneider anwerben lässt. Versuch's bei den Bürgern und Arbeitern. Einverstanden, ich bin dabei. Einverstanden. Ich bin dabei. Gut, wenn 3 Rekruten bei mir unterschreiben, kriegst du deinen Lohn. Ist unfassbar, oder? Servus. Du bist der Richtige für die Inquisition. Du bist der Richtige für die Inquisition. Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, ob ich mich nicht melden soll. Warum zögerst du? Ich weiß nicht. Also irgendwie... Sieh dich mal um. Lauf mal durch die Stadt und schau dir die Leute an. Die verlassen sich auf die Inquisition. Du kannst deinen Teil dazu beitragen, dass sie alle gerettet werden. Ja, du hast recht. Ja, ich melde mich. Das war einfach. Und du? Melde dich für die Inquisition. Melde dich für die Inquisition. Wieso wirbt ein Kerl wie du für die Inquisition? Ich war auch mal dabei. Aber jetzt bist du es nicht mehr. Das sagt alles. Hey, Moment. Ich arbeite verdeckt. Zugegeben, ich bin kein Vorbild. Na, ich arbeite verdeckt. Ich arbeite verdeckt? Oh, sowas gibt's auch? Das ist ja... Meinst du, ich kann das auch? Na klar. Wo muss ich unterschreiben? Geh zu Lopez. Ich wollte mich melden. Sehr schön. Name? Das ging ja einfacher als gedacht. Ist ja cool. So, dann hätten wir da vielleicht noch jemanden. Na, wie schaut's mit dir aus? Die Inquisition braucht dich. Die Inquisition braucht dich. Bist du verrückt? Ich bin froh, dass ich noch lebe. Da kann ich mir ja gleich eine Kugel ins Bein jagen. Ich kann dir dabei helfen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Alter. Ja, für Frauen Nein, geht's im halt Moment ist es nicht. Schlecht. Vielleicht findet man noch woanders einen Bürger an, aber das war jetzt gerade voll lustig. Ein Arbeiter? Wer bist du? Noch ein Arbeiter? Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Also ich will damit nichts zu tun haben. Mein Diener, das sagt mein Mann auch immer. Nehmen? Possotion. Was? Possotion. Tritt näher. Possotion. Ich besitze Waren aus aller Welt. Piratensäbel, Früchte aus Arborea, Papageien aus Takarigua. Was kann ich dir anbieten? Er schaut aus wie Lago. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Ach, die meisten Leute wollen nur den Zucker aus Takarigua. Und darauf hat Maurigato das Monopol. Mhm. Ah, und das nur, weil er im Hohen Rat sitzt. Arschloch, Dreckiges. Erzähl mir mehr über diesen Deppen. Erzähl mir mehr über Maurigato. Er hat sogar einen Pirat in unsere Stadt gelassen. Kannst du dir das vorstellen? So eine Sau. Ist ja unglaublich, ein Pirat. Ein fieser Kerl. Nicht so einer wie du. Du bist ehrenvoll. Das habe ich sofort gesehen. Mhm. Ehrenvoll also? Das liegt wohl an mir. Mhm. Natürlich. Seid ihr ebenfalls ehrenvoll und außerdem sehr hübsch. Wir können uns später lauter nette Dinge sagen. Jetzt brauchen wir Informationen. Maurigato hat Garcia ins Haus des Hohen Rates gebracht. Mhm. Und er hat sogar im Hotel gewohnt. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann zusehen, wo ich die Nächte verbringe, aber ihm spendieren sie ein weiches Bett. Ja, du hast halt deinen Beruf verfehlt. Beziehungsweise hast du keinen Titaneneinfluss. Was? Waren begutachten, bitte. Kapitänssäbel. Aha. Rapier. Körperschwert. Dingens so und so. Matrosenring. Ring des Jägers. Ja, ich will einmal keinen Ring. Ich will gern so Karte von Caldera. Das wäre nicht schlecht. Aha. Haben wir noch nicht, ne? Dann kaufen wir die mal. Oh, hätte ich vielleicht nicht kaufen brauchen. Hätte ich stehlen können wahrscheinlich, ne? Schnupf. Tabakdose. Diebeskunst plus 10. Eine Prise für jede böse Tat. Das wäre super. Soll ich die kaufen? Ich kaufe die mal. Questerfolg, die Schnupftabakdose. Aha. Ach so, das ist so ein... Aha, okay. Gut. Sollen wir noch was verkaufen? Da ist noch ein Rubinring, den können wir einmal hergeben. Hm.
Das Geflügel gebe ich nicht her. Warzenschwein, Fell von mir aus. 10 Stück. Die Krallen von mir aus nochmal 22 oder so. Ich glaube, dann lass es mal gut gehen. Oder gut sein. Jo, passt schon mal. Fierti. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Der sieht immer also so schwarz. Also ich will damit nichts zu tun haben. Das sagt mein Mann auch immer. Also auf mich trifft das sowieso... Hallo, wer bist denn du? Lucia. Was? Wie kann ich behilflich sein? Ich suche eine Unterkunft. Ich hörte, Garcia war in der Stadt. Wer wohnt im Hotel? Ich suche eine Unterkunft. Ich suche eine Unterkunft. Das lässt sich einrichten. Ich habe da noch ein freies Zimmer. Allerdings vermiete ich nur noch dauerhaft. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Das sagt ihr jetzt. Aber eine Woche ist schnell vergangen. Aha. Andererseits, Garcia ist auch nicht lang geblieben. Gut, ich komme euch mit dem Preis entgegen. Da bist du narrisch, der ist schon ganz schön teuer. Ich will das Zimmer von Garcia. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Es gibt noch ein freies Zimmer. Solange das nicht vermietet ist, werde ich sein Zimmer nicht freigeben. Immerhin hat er dafür bezahlt. Ich hörte, Garcia war in der Stadt. Ich hörte, Garcia war in der Stadt. Ja, er hat ein Zimmer bei uns gemietet. Doch dann ist er urplötzlich abgereist. Ach so. Er hat nicht mal seinen Zimmerschlüssel abgegeben, könnt ihr euch das vorstellen? Wer wohnt im Hotel? Wer wohnt im Hotel? Ich habe den Schneidermeister Pantaleo aufgenommen. Er versucht hier seiner Arbeit nachzugehen. Außerdem ist noch die Silva zu Gast. Ein vielbeschäftigter Mann. Vielleicht stört ihr ihn besser nicht. Mhm. Dann nehmen wir uns doch ein Zimmer, oder? Ich nehme das Zimmer. Die Treppe rauf und direkt rechts. Ich bedanke mich. Na gut, was haben wir denn hier noch Schönes? Nix da eigentlich. Was haben wir da drüben noch? Da ist auch nichts. Haben wir da noch was? Dahinter vielleicht? Nein. Kein Wischzettel, keine geheime Notiz, gar nichts in der Richtung. Ja, wer bist denn du? Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also, das sieht ja schlimm aus. Was? Ich sehe schon. Da müssen wir einiges richten. Was? Und du bist, Willkommen. Ich bin Pantaleo, der Schneider von Caldera. Deshalb so freundlich. Ich will eine Perücke abholen. Was hast du mir an... Was kannst du mir anbieten? Wohnst du im Hotel? Was weißt du über Garcia? Unformierten Beutel stehlen. Boah, da brauchen wir viel Diebeskunst. Geht noch nicht. Viel später. Perücke abholen? Ich will eine Perücke abholen. Ah ja? Habt ihr einen Abholschein? Natürlich. Die ist für Mauregato bestimmt. Genau, ich hol sie für ihn ab. Nee, ich weiß nicht. Was ist los? Ich hab den Schein, ich hol die Perücke. Oder soll ich Mauregato ausrichten, dass ihr euch geweigert habt? Natürlich nicht. Gut, die Perücke ist fertig. Allerdings ist hier vermerkt, dass sie noch nicht bezahlt ist. Habt ihr das Geld dabei? Perücke auslösen, 100. Ja, warum eigentlich nicht? Gib mir die Perücke. Ich habe sie wieder hergerichtet. Bitte schön. Was kannst du mir anbieten? Was kannst du mir anbieten? Such dir etwas Ausgefallenes. Bausch, Saum oder Spitze. Ah, sagt nichts. Ihr bevorzugt eher den robusten Stil. Mhm. Richtig? Nichtsdestotrotz, wenn ihr etwas seht, das euch gefällt, greift ruhig zu. Wohnst du im Hotel? Wohnst du im Hotel? Ach ja... Mein Geschäft befand sich auf dem Land, an einer Kreuzung, inmitten von Hügeln, im Schatten einer wundervollen Buche. Doch jetzt zerstört der Krieg das Land. Oh. Was blieb mir anderes übrig, als herzukommen? Bei Lucia fand ich eine neue Unterkunft. Oh, da tut mir jetzt aber leid. Was weißt du über Garcia? Was weißt du über Garcia? Der Pirat. Er hat sich ein Zimmer gemietet. Erst war ich deswegen etwas in Sorge. Aber er kam als Gast von Mauregato und Mauregato ist ein ehrenwerter Mann. Naja. Er gehört zu meinen besten Kunden. Ah, wenn er einen Pirat in sein Haus einlädt,
dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Natürlich. Wie kann ich sonst etwas für euch tun? Dahinter fragt man nicht, ne? Zeig mir dein Angebot. Edler Dreispitz. Guter Dreispitz. Moment. Da musste ich mal kurz husten. Ein Zweispitz. Edler Zweispitz. Schwarzer Mantel. Der wäre nicht so schlecht. Der wäre nicht schlecht. Guter, fester Mantel lässt den Träger irgendwie größer erscheinen. Also, schwerer Stoffmantel. Schwerer Stoffmantel, okay. Seidenhemd. Oh, ach so. Silberzunge, Stichwaffe plus. Stoffmantel hat auch nichts Besonderes. Einschüchtern hätten wir da. Silberzunge bei der Weste. Schwarze Hose, nochmal Silberzunge. Da unten hätten wir einschüchtern bei der weißen Hose. Einschüchtern, Silberzunge. Lassen wir mal. Ich bin da mal etwas knapp bei Kasa. Vielleicht etwas später. Na, Patty, alles gut? Lass mich mal vorbei, danke. Irgendwie rauf, wie war das? Rauf und irgendwo hin. Was haben wir da? Weiter ein bisschen schleichen. Ein Bettchen. Ein Schrank und da ist nichts. Hallo. Eine Ohne den richtigen Schlüssel Tür. Wird das nichts. Mach hier keine Dummheiten. Was zum Teufel? Was machst du da? Also, was genau meinst du? Lass mich mal an den Voodoo-Altar. Woher hast du diesen Altar? Ja, fragen wir mal blöd. Woher hast du diesen Altar? Er stammt von der Schwertküste. Dort gibt es einige Höhlen, in denen die Eingeborenen solche Altäre errichtet haben. Ich habe ihn hierher mitgebracht, um die Magie der Wilden zu erforschen. Normalerweise hätten sich die Magier darum gekümmert, aber nachdem der Hohe Rat sie aus Caldera verbannt hat, kümmern wir Gelehrten uns um die Sache. Vielleicht treffen wir mal den einen oder anderen von diesen Magiern. Ein paar Bekannte hätten wir ja noch. Und der hat den ganzen Altar hierher geschleppt. Wenn er sonst nichts Besseres zu tun hatte. Warum interessiert dich die Magie der Eingeborenen? Warum interessiert dich die Magie der Eingeborenen? Die Eingeborenen beten die Titanen als Götter an. Es ist möglich, dass sich in ihrem jahrtausendealten Wissen der Schlüssel für einen Sieg über die Titanen verbirgt. Ha. Hast du was herausgefunden? Was hast du herausgefunden? Ich weiß, dass es einen Zauber gibt, mit dem die Eingeborenen Gedanken kontrollieren können. Mhm. Wahrscheinlich wenden die Titanenlords denselben Zauber an, um ihre Schergen zu kontrollieren. Wenn es mir gelingt, den Zauber zu verstehen, kann ich vielleicht eine Methode finden, ihn zu unterbinden. Was brauchst du für deine Forschungen? Was brauchst du für deine Forschung? Ich bin immer an Zutaten für meine Experimente interessiert. Für eine entsprechende Summe Gold wäre ich auch bereit, einige meiner Sachen zu verkaufen. Ja, Forschung ist eben teuer. Was? Ich weiß, wie man Voodoo-Puppen herstellt. Warum wurden die Magier aus Caldera verbannt? Das ist eine gute Frage. Warum wurden die Magier aus Caldera verbannt? Der Hohe Rat hat ihnen die Schuld an der Vernichtung des Alten Reiches gegeben. Okay. Inquisitor Mendoza und seine Männer haben auf Faranga den Titanenlord Ursegor befreit. Genau jener Ursegor, der jetzt im Kampf gegen Ismael den Norden verwüstet. Die Magier hätten das verhindern müssen, sagt jedenfalls Maurigato. Die Mehrheit im Hohen Rat ist dem gefolgt. Das stimmt so nicht so ganz, ne? Den haben wir freigelassen und warum macht er das? Naja, wir werden ihn vielleicht treffen, dann können wir ihn eh fragen. Lass ich mal an die Voodoo-Altar. Ich weiß, wie man Voodoo-Puppen herstellt. Ja, das können wir auch noch machen. Ich weiß, wie man Voodoo-Puppen herstellt. Mhm. Dich schicken die Götter. Wenn du mir beibringst, was du weißt, werde ich die Ergebnisse meiner Forschung mit dir teilen. Ich habe herausgefunden, wie man Voodoo-Tränke herstellt.
Dafür ist natürlich ein gewisses Verständnis der Voodoo-Magie vonnöten. Aber das ist dir ja klar. Ja, teilen wir unser Wissen. Für 500 Goldstücke bringe ich dir alles bei. Ah, ja, natürlich. Jetzt können wir so arschig sein. Teilen wir unser Wissen. Teilen wir unser Wissen? Gut, du fängst an. Also, wie stelle ich eine Voodoo-Puppe her? Du benötigst zuerst eine Puppe. Zähne zum Sprechen, Augen zum Sehen, einen Jadestein für die Seele. Einen Jadestein? Interessant. Und einen Teil desjenigen, den du kontrollieren willst. Das kann ein Haar sein. Du musst nicht gleich den ganzen Arm nehmen. Ah, ich verstehe. Nun zu dir. Ja, was weißt du über die Tränke? Was weißt du über Voodoo-Tränke? Nicht viel. Zeig mir... Ja, und der verlangt natürlich, ne? Und ich bin so nett und verlang nix. Wie man Tränke herstellt. Voodoo 4, Wirkung der Tränke. Ich muss im Voodoo besser werden. Warte mal. Ich habe erst Voodoo 2. So. Machen wir das noch schnell. Was weißt du über die Tränke? Was weißt du über Voodoo-Tränke? Nicht viel. Das überspringen wir mal kurz. Herstellen? Zeig mir, wie man Tränke herstellt. Die Eingeborenen haben das Wissen um die Pflanzen. Sie wissen, wie man die Kraft aus ihnen holt. Das haben sie in ihren Rezepten niedergeschrieben. Also brauche ich ein Rezept? Genau, ein Rezept. Danke. Und die Wirkungen verbessern? Können wir, wenn es geht... Kann ich die Wirkung von Tränken verbessern? Ich kann dir ein paar Rituale zeigen, die dir helfen, mehr Wirkung aus den Tränken zu holen. Außerdem solltest du dein Voodoo weiter verbessern. Okay. Ritual 1, da haben wir ziemlich gut, oder? Kann ich die Wirkung von Tränken noch weiter verbessern? Ich kann dir noch ein paar Rituale zeigen. Wenn du noch mehr lernen willst, dann musst du einen Voodoo-Meister finden. Ach toll, jetzt gibt's Telefon. Na gut, wir müssen ja den Part beenden. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Beende somit die Aufnahmesession. Und werden im nächsten Teil uns hier weiter umschauen. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!